Damit. Health Care Vitality. Für Ihre Gesundheit. Heute zum Thema Burnout als Prozess. Unser Experte ist der ärztliche Leiter des Anton-Proksch-Institutes, Primarius-Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek. Die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit ist fließend. Niemand ist komplett krank oder völlig gesund. Gerade bei prozesshaften Krankheiten, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln, ist der Punkt, an dem Symptome noch gesund oder bereits krankhaft sind, schwer festzumachen. Burnout ist eine vielschichtige Krankheit, die sich über Jahre entwickelt. Eine Therapieentscheidung muss daher berücksichtigen, in welchem Stadium des Prozesses sich der Patient befindet. Herr Dr. Michael Musalek, Sie sprechen in Ihren Studien von einem Gesund-Krank-Kontinuum. Welche Rolle spielt das in der Burnout-Therapie? Wenn wir über Burnout sprechen, dann haben wir das große Problem, dass es eine große Diskussion gibt, ob das Burnout überhaupt eine Krankheit ist oder keine Krankheit ist und ob es eher eine Behandlung braucht oder keine Behandlung braucht. Und diese Frage ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, es sich ganz einfach zu machen und zu sagen, in den Diagnosekriterien der Weltgesundheitsorganisation gibt es das Burnout nicht und daher ist Burnout auch keine Krankheit. So einfach können wir es uns nicht machen, weil wir einfach tagtäglich mit diesen Patienten konfrontiert sind. Warum haben wir diese Diskrepanz? Das Burnout beginnt im Gesunden und da hat man in der Tat noch gar keine Krankheitszeichen, aber schon deutliche Zeichen des Burnouts und entwickelt sich dann langsam über ein Übergangsstadium in ein Krankheitsstadium, wo die Menschen sehr schwer krank sind. Häufig auch Depressionen haben, auch Dysphorien, also gereizte Missgestimmtheiten haben und auch eine ganze Reihe von körperlichen Erkrankungen aufweisen. Und weil es sich halt hier um ein Kontinuum handelt, um einen Prozess handelt, kann es nicht abgebildet werden in den internationalen Klassifikationskriterien, weil diese internationalen Klassifikationskriterien eben keine Prozessdiagnostik beinhalten und daher kann es auch dort nicht vorkommen, aus rein formalen Gründen. Das Burnout beginnt also im Gesunden. Die typischen Zeichen des Burnouts sind drei. Das erste ist die Erschöpfung. Also nicht, dass man einmal ganz kurz irgendwann einmal erschöpft ist. Jeder von uns ist immer wieder mal erschöpft, sondern es ist eine durchgehende Erschöpfung. Eine Leistungsreduktion, die sich sowohl objektivieren lässt, also die man von außen sieht. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bringt einfach nicht mehr die Leistung von früher, die aber auch natürlich subjektiv erlebt wird. Und dann die Entfremdung. Im Amerikanischen wird hier von Zynismus gesprochen. Wir würden natürlich in unseren Breiten Zynismus nie als ein Merkmal einer Störung ansehen, weil dann wären einfach viel zu viele Menschen gestört. Vor allem in Wien ist ja der Zynismus sehr weit verbreitet. Worum es aber geht, ist hier die Entfremdung. Entfremdung zuerst der Arbeit gegenüber. Ich fühle mich nicht mehr zugehörig, dann den Mitarbeitern gegenüber und zuletzt dann auch sich selbst gegenüber. Und wenn diese drei Phänomene zusammenkommen, zu einer Konstellation werden, dann spricht man von Burnout, wenn diese drei Phänomene im Zusammenhang stehen mit sehr viel Arbeiten. Also ohne viel Arbeiten gibt es kein Burnout, aber nur weil man viel arbeitet, ist man noch nicht im Burnout. Ein Burnout-Syndrom hat drei Stadien. Welche sind das? Im ersten Stadium, wo man sich noch ganz im Gesunden befindet, erlebt sich der Betroffene als noch leistungsfähig. Er hat nur den Eindruck, dass er noch mehr leisten muss. Es wird das Freizeitverhalten immer mehr eingeschränkt. Man erhöht die Arbeitsleistung. Es kommt zu ersten Überforderungen, aber in der Regel ist dem Betroffenen noch gar nicht bewusst, dass er sich in einem Burnout-Prozess befindet. Und wenn wir überfordert werden, dann reagieren wir in der Regel mit einer erhöhten Reizbarkeit. Das heißt, dass schon Reize, die normalerweise nicht zu einem aggressiven Verhalten führen, sei es jetzt ein verbal aggressives oder ein tätlich aggressives Verhalten, schon zu einem solchen verbal aggressiven Verhalten führen.
Das, was wir auch in diesem Stadium sehen, ist, dass erste Probleme in der Partnerschaft auftreten, weil man einfach nicht so viel Kontakt hat. Und auch gar nicht selten sind auch Sexualstörungen. Also viele Menschen gehen in diesem Stadium gar nicht zu einem Arzt wegen des Burnouts, sondern weil sie eben zum Beispiel ein Problem in der Sexualität haben, wobei sich dann herausstellt, dass es nicht eine Sexualstörung im klassischen Sinne ist, sondern dass man einfach nur zu wenig Zeit hat und auch gar keine Fokus hat und sich auch die Zeit nicht nimmt, die es eben auch dazu braucht. Also in diesem Stadium hat jeder das Gefühl, ich kann noch alles, ich muss nur ein bisschen mehr machen. Und wenn man hier in diesem Stadium nicht entgegenwirkt, dann geht es schon in Stadium 2 über. Und dieses Stadium 2 ist geprägt von einer Überaktivität des Sympathikotonus. Das heißt, es kommt zu einem Anheben der Aktivitäten des vegetativen Nervensystems mit entsprechenden Spannungszuständen, Unruhezuständen, zum Teil auch dann schon Schlafstörungen. Diese Reizbarkeit geht dann über in eine Gereiztheit. Das heißt, es braucht praktisch gar keinen wirklichen Anlass mehr und man ist schon in der Höhe. Diese Menschen wirken dann oft sehr problematisch, unzugänglich, obwohl sie es nicht sind, sondern es ist nur die Überforderung, die letztlich sie dazu bringt. Aber die meisten wollen dann mit ihnen nichts zu tun haben, weil sie eben schwierige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden. Und in diesem Stadium beginnen dann auch erste psychosomatische Beschwerden, sehr häufig Blutdruckanhebungen oder kardiale Probleme, manchmal auch Probleme im gastrointestinalen Trakt. Also die Menschen gehen wieder nicht zu dem, der eigentlich hier Fachmann oder Fachmännin wäre, sondern gehen zu Internisten, werden durchuntersucht, mehrmals durchuntersucht, am Anfang kommt nichts raus dabei und sie sind eigentlich an falscher Stelle. Und wenn man jetzt in diesem Stadium nichts dagegen macht, dann kommt es zu einem Zusammenbruch des Sympathikotonus mit einem Überwiegen des Parasympathikotonus. Das kann man übrigens auch objektivieren, also da gibt es auch Messmöglichkeiten, zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilitätsmessung, eine relativ einfache Messung, wo man genau diesen Zusammenbruch des Vegetativums feststellen kann. Und es kommt zu depressiven Zuständen, manchmal auch zur Dysphorie, das ist eine gereizte Missgestimmtheit, die durchgehend ist, schwere Schlafstörungen, oft auch schwere körperliche Erkrankungen. In diesem Stadium sind die Menschen schwer krank. Sie sind gekennzeichnet durch das sogenannte Losigkeitssyndrom. Also überall, wo man Losigkeit dranhängen kann, das haben sie. Also das ist Freudlosigkeit, Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Also überall, wo man Losigkeit anhängen kann, das haben sie. Bis hin dann auch zur Aussichtslosigkeit und Ausweglosigkeit, die dann gar nicht so selten auch in einem Suizid oder Suizidversuch enden kann. Da sind die Menschen schwer krank und da wäre es ein Zynismus zu sagen, na, das ist eigentlich nichts, das sind nur Menschen, die eigentlich nicht mehr gut arbeiten wollen. Im ersten Stadium braucht es natürlich noch keine therapeutischen Maßnahmen im eigentlichen Sinn, da wäre Beratung ausreichend. Im letzten Stadium braucht es dann wirklich Behandlung. Welche Therapien kommen bei einem Burnout zur Anwendung? Die Behandlung des Burnouts richtet sich ganz nach dem Stadium. Also im ersten Stadium, dort wo noch keine Krankheitszeichen vorhanden sind, braucht es keine Behandlung im eigentlichen Sinn. Sondern da braucht es zum einen Aufklärung über den Zustand, da braucht es auch Beratung, da braucht es möglicherweise da und dort auch ein Coaching, also eine Unterstützung im besseren Umgang mit der Arbeitswelt oder mit der eigenen Arbeit. Im zweiten Stadium, das ist das schwierigste, diagnostisch das schwierigste Stadium, da braucht schon erste therapeutische Maßnahmen. Meist sind es eher internistische Maßnahmen, eben weil es zu Bluthochdruck kommt oder auch zu Herzfrequenzerhöhungen oder zu Durchfällen kommt oder zu Magenschmerzen, Gastritis. Das sind so die typischen Beschwerden, die so in diesem zweiten Stadium auftreten. Von psychiatrischer Seite her hat man meist eher unspezifische körperliche Beschwerden hier, manchmal auch schon Angstzustände, ganz selten auch da und dort einmal eine Panikattacke, die zu behandeln wäre. Und dann im dritten Stadium, da braucht es
wirklich eine intensive Behandlung. Da braucht es Behandlung der Depression natürlich, da braucht es aber auch entsprechende Maßnahmen der Wiedereingliederung, denn es genügt nicht, jemanden in diesem Stadium einfach zu behandeln, dann kommt er wieder in die gleiche Situation am Arbeitsplatz zurück. Da braucht es auch schrittweise Wiedereingliederung. Da sind wir jetzt in der glücklichen Lage in Österreich, dass es die jetzt gibt. Bis vor kurzem hat es die noch nicht gegeben. In Österreich kann man ja nur entweder krank sein oder gesund sein. Ein bisschen krank oder ganz schön viel krank oder etwas Ähnliches gibt es ja nicht. Also da gibt es keine Flexibilitäten. Wir brauchen aber diese Flexibilität, um die Menschen wieder einzugliedern in den Arbeitsprozess. Und es braucht oft auch natürlich psychotherapeutische Maßnahmen und vor allem lebensnahe Gestaltungsmaßnahmen, um einfach andere Lebensschwerpunkte wieder zu setzen. Und da sind wir wieder beim Orpheus-Programm. Es geht also hier darum, einfach die eigenen Schönheiten des Lebens wieder zu finden und sich auch wieder neue Möglichkeiten zu schaffen. Denn das, woran der Burnout-Kranke wirklich leidet, ist, dass er einen völligen Schönheitsverlust hat. Es gibt keinen Burnout-Kranken, der ein schönes Leben führt. Und auch einen Möglichkeitenverlust erleidet. Er hält nichts mehr für möglich. Er kann sich nicht mehr vorstellen oder sie kann sich nicht mehr vorstellen, dass es besser werden kann, dass man es wieder schaffen kann. Und da muss man therapeutisch letztlich ansetzen. Und wenn das gelingt, dann ist die Prognose hervorragend. Nur quasi das Burnout vordergründig zu behandeln, ohne auch den Arbeitsplatz mit einzubeziehen, bringt in der Regel nichts. Danke, Primarius Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton-Proksch-Instituts. Das Anton-Proksch-Institut ist eine der führenden Suchtkliniken Europas. Das Leistungsspektrum umfasst einerseits stationäre Therapien bei Alkohol, Medikamenten, Drogen, Nikotin, Spiel, Computer und Internet-, Arbeits- und Kaufsucht. Andererseits werden auch ambulante Therapien angeboten. Das Anton-Proksch-Institut ist eine Gesundheitseinrichtung der FAMED-Gruppe. Die FAMED ist der weltweit führende Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen. Die FAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung, von Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege ab. Darüber hinaus ist die FAMED führender privater Anbieter von Rehabilitationsleistungen und mit FAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen und Gesundheitsressorts in Österreich. FAMED. Health. Care. Vitality. Für Ihre